Der große Schritt, die Rückwärtsintegration in die Papiererzeugung. Was hat uns motiviert, diesen großen Schritt zu gehen? Es war nicht nur die Vision einer Standortintegrierung in Burg, sondern es ging um Unabhängigkeit. Unabhängig zu werden von unseren Lieferanten, den bisherigen Rohstofflieferanten, die gleichzeitig auch unsere Wettbewerber und die Wettbewerber unserer Kunden sind. Damit die Übernahme von Verantwortung für die Absicherung der Rohstoffversorgung nicht nur für uns, sondern auch für die gesamte Lieferkette, also auch für unsere Kunden. Es war ein großer Schritt, weil die Papierindustrie extrem kapitalintensiv ist und wir mussten das Zweifache unseres Umsatzes investieren. Wieder kam uns der Rückenwind der Geschichte zu Hilfe, denn es ging in dieser Zeit um den Aufbau Ost. Die Fördermittel, die uns gewährt wurden, erlaubten uns, eine Papierfabrik zu bauen und nicht nur irgendeine, sondern wiederum eine technologisch sehr weit in die Zukunft gerichtete Installation. Innovationsführerschaft, technologische Führerschaft wurde perfekt mit der PM1 umgesetzt. Es ging darum, die Produktivität um 50% zu steigern durch geeignete Technologie, aber noch wichtiger, wir konnten den Wasserkreislauf in dieser Papierfabrik schließen, erstmals weltweit und damit einen Standort aufbauen, der nicht an einem Fluss liegt, weil er nicht an einem Fluss liegen muss. Eine sehr weit in die Zukunft gerichtete Investition mit sehr viel Verantwortungsübernahme für Umwelt und für die Liefersicherheit in unserer Kette. Mit der Papiermaschine 2 im nächsten Schritt haben wir diese Idee, diese Vision weiter vorangetrieben und versucht, der inzwischen aufgestellten Roadmap 2050 der Europäischen Union gerecht zu werden. Die Roadmap 2050 verlangt eine CO2-Reduzierung von 80% im Vergleich 2050 zu 1990. Wir konnten durch Entwicklung innovativer Technologien, insbesondere zur Reduzierung des Fasereinsatzes, des Energieeinsatzes, zur Optimierung einer integrierten Energieerzeugung mit einem EBS-Kraftwerk, 50% Reduzierung ist der CO2-Emissionen erreichen. Ein hervorragendes Ergebnis, wiederum langfristig ausgerichtet an der Verantwortung für Umwelt, an der Verantwortung für nächste Generationen, denn diese Anlagen wird man mindestens 50 Jahre betreiben, und der Verantwortung unserer Kunden gegenüber, angepasste Rohstoffe zu bieten, die auch zukunftsfähig sind und uns alle in unserer Supply Chain absichern.